Eine deutsche Bier. Kölsch, Pils, halbe Weizenmaß. What? Eine deutsche Bier. Jo, aus welcher Region denn? Wo ist die Unterschied? In den meisten Regionen trinkst du Pils, 0,3. Aber in Köln trinkst du so Kölsch, sind so kleine Bier. Aber ganz viele davon halt. In Bayern trinkst du Maß, ganz große Bier. Und auch ganz viele davon. Das ist in Bayern. Okay, im Osten manchmal Schwarzbier, im Westen so viel Export, auch morgens absolut. Im Norden so dieses herbe Zeug, wo in der Werbung einfach random drei Männer im Watt vor einem Leuchtturm stehen und ein Bier trinken. Einfach eine normale. In Stuttgart halbe, in Berlin einfach das billigste, in Bielefeld kein Plan. In Bayern neben Maß auch noch Weißbier und auch halbe und Rauchbier und Schwarzbier, keine Ahnung. Bayern haben ein krasses Alkoholproblem anscheinend. Ich habe nicht studiert. Nee, ist einfach eigentlich. Weil dann gibt es noch so diese Industriebiere so aus der Formel 1 Werbung. Aber niemand weiß, woher die kommen und wer die überhaupt trinkt. Und dann gibt es noch sowas wie Radler, aber in Hamburg nennst du es Alster und in Bayern mit Weizen nennst du es dann Russ. Aber ist eigentlich egal, weil es eh kein Bier. Stop, please. Ich bin erst am Anfang. Ich kann nicht mehr. Ich will doch nur...